Aber die Musik ist wieder hammergeil hier, ne? Ich mag das total. Obwohl ich ja privat so nichts für Kirche und so übrig habe, gebe ich ja offen zu, mag ich hier diese Atmosphäre total. Also ich finde Kirchen an sich finde ich toll. Ich mag auch teilweise diese Atmosphäre, wenn halt so Kirchenmusik auf Orgeln gespielt wird und so. Das ist hat was, das ist schon geil. Aber dieser ganze Hintergrund der Kirche und so, das ist alles nicht so meins. Ja. Aber so die auch die Bauweise und so, das finde ich schon cool. Das hat was. So, ich weiß wohl, dass wir da durch die Türe müssen, aber ich will mal eben kurz gucken. Vielleicht liegt hier noch irgendwo was rum. Habe ich damals bei Mulders Szenario auch gemacht, da habe ich nichts gefunden. Und auch diesmal finden wir hier nichts. Aber man kann es sich ja mal angucken. So, dann glaube ich zu wissen, dass wir durch die rechte Tür müssen. Aber erstmal gucken, was hier oben ist. Scully, look at the markings on this door. I've seen this before, Mulder. Alien symbols. I think I can decipher this. It's here, just beyond these doors. And what do we do when we get there? I don't know. I'm just making it up as I go along. He derives his power from the artifact. We cut off his power source, we stop him. Or piss him off even more. You work on this door. I think I can find another way in. Any other words of advice? Resist or serve. Oh! Ja, also Mulder ist weggegangen, um den letzten Endboss-Fight zu bestehen. Und wir dürfen nochmal gegen Eilis kämpfen. Okay. Das ist jetzt nicht unbedingt einfach. Ja, wir haben zwar ganz gut Muni. Aber vier Magazine, das sind halt vier Magazine, ne? Ein bisschen auf Abstand halten. Es war mir ja schon klar, dass Mulder nicht das gleiche Szenario haben. Mulder. Dass Scully nicht das gleiche Szenario haben wird. Und durch logischerweise dann auch nicht die gleichen Endbosse haben kann. Das geht eigentlich noch, oder? Soll ich den schon nehmen? Okay, war schon gut. Okay. So. Ein Magazin verballert, drei bleiben. Und er weicht gut aus. Aha, er spuckt mich nicht an, du Penner. Ja, das sollten wir hinkriegen, wenn er jetzt nicht gleich fünf Phasen oder so bekommt. Was ich mir gut vorstellen kann. Er hat noch was. Ah, wieder ein Schlüssel, okay. Wir laden mal nach. Ja, kann man das eigentlich Nachladen nennen? Weil, ja doch. Ja, schon ist es Nachladen. Das kann bloß so nicht funktionieren, weil das ist ja eigentlich nur ein Magazin, was leer geschossen wurde. Und normalerweise müsste man das ganze Magazin ja wechseln. Man kann nicht einzelne Patronen austauschen. Okay, durch diese Tür sind wir bei Mulder nicht gekommen. Wir mussten rechts oder links vorbei. Können wir das denn hier auch? Vielleicht ein bisschen um Munition zu sammeln? Mal gucken. Ne, die will... Aha, guck mal, die lässt sich nicht öffnen. Da ist Mulder durchgegangen in seinem Szenario. Das weiß ich noch. Und die ist wahrscheinlich jetzt auch zu. Okay, also wir kommen jetzt tatsächlich in das Innere. Bin ja mal gespannt. Oder ich habe das total falsch in Erinnerung. Aber nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit Mulder rechts und dann durch so ein Loch gesprungen sind. Mhm. Okay, was passiert jetzt? Ich bin neugierig. Oh. Kommt jetzt der eigentliche Bossfight? Das sieht schon mal sehr geil aus. Ich habe Angst davor, das zu nehmen oder zu berühren. Wir gehen erst einmal komplett rum und gucken uns den Raum an. Das könnte auch so eine Kampfarena hier darstellen, finde ich. Was haben wir denn hier? Oh, hat was. Okay, also wie es aussieht, müssen wir wohl in die Mitte. Und diese vier Zombies, die stehen wohl auf, ne? Na gut. Oh. There's a piece missing from the artifact. Okay. Na dann. Ja. Ah, Moment, das haben wir ja in unserer Schachtel. Achso, wenn wir es öffnen, wie war das noch? Dann verlieren wir Energie, ne? Deswegen haben wir es ja in die Schachtel gepackt, weil es irgendwie uns Schmerzen zugefügt hat. Jetzt packen wir es aus, genau. Und jetzt können wir es benutzen.
krass. Juhu! Was? Mehrere? Oh, nö! Nö, 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 nö. Was war das denn gerade? Liegt da was? Ach, jetzt macht er hier wieder seinen Scheiß. Oh, nö! Ich dachte eben, da liegt was auf dem Boden, deswegen... Okay. Darf ich hier eigentlich ganz normal wieder rauslatschen? Höchstwahrscheinlich nicht. Okay, ich kann ihn natürlich treffen. Oh, verdammt, ey. Das wird ein Scheißkampf, das weiß ich jetzt schon. Aber ich glaube, das ist nicht so unmöglich, wie das mit Mold. Mann, das lässt mich doch aber zufrieden. Ich kann nicht weggehen. Das ist wieder das Tolle. Aber die schlagen ihn auch, sehe ich gerade. Ja, so geht's. So wird's. Das wird ein paar Anläufe brauchen, das merke ich. Jetzt lasst mich doch in Ruhe. Ich kann nicht weg. Oh, jetzt hänge ich. Ja, hier hänge ich super. Danke. Jetzt bin ich tot. Hier komme ich ja gar nicht mehr raus. Hallo. Hallo. Ja, danke. Das war Scully. Okay. Aber ich muss sagen, ich finde diesen Kampf jetzt schon fairer als das, was Mulder machen musste. Aha. Ich bin gespannt, wie lange wir dafür brauchen werden. So, habe ich jetzt da unten gespeichert? Bin mir nicht sicher. Ich probiere es. Ja. Was machen wir denn da? Ich kann nicht viel tun, ne? Ich kann gleich nochmal gucken, weil ich konnte da irgendwas einsammeln. So, ich muss das hier nochmal machen. Beziehungsweise, da, ich muss nur nochmal da reingehen. Ich muss den Typen nochmal erschießen. Na gut. Dann werde ich gleich nochmal speichern. So. Gut, dass die Terrormucke noch da ist, obwohl das alles schon längst erledigt ist hier alles. So, da müssen wir hoch. Ja, ey, look. So, das können wir wegklicken. Wieso lebst du noch? So. Nachladen. So. Ja, ich speichere das jetzt trotzdem ab. Komm her. So. Damit wir das hier nicht alles immer nochmal machen müssen. Habe ich jetzt ein bisschen mehr Munition verplempert? Ich weiß es halt nicht. Wenn die Munition gleich nicht reichen sollte, das ist ja aber ja auch ein Problem, ne? Ich speichere das mal auf dem anderen Speicherstand. Dass ich diesen Kampf notfalls nochmal machen kann. Falls ich merke, ja, okay, munitionstechnisch fehlen mir jetzt doch 3-4 Kugeln. Das weiß man ja nicht so, ne? Also speichern wir das mal über Mulder. Ja, komm, ist egal. Ist egal. So. Ich möchte das da ganz oben nämlich auch behalten. Für den Fall, dass die Aufnahme nicht funktioniert. Das kann natürlich auch nochmal passieren, aber ich glaube es eigentlich nicht. Das sieht eigentlich sehr gut aus hier. So. Bisschen wirres Umhergerenne hier und viel Gespeicher und viel Gelade, aber dafür haben wir jetzt vielleicht schneller diesen Kampf. Ich bin mal gespannt, wie lange sich das ziehen wird. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir den erst einmal so richtig in der Mangel haben, dass das eigentlich recht schnell vonstatten gehen könnte. Ich kann ja auch mal das schon nehmen. Ah, habe ich schon genommen, okay. Habe ich schon genommen. Gut, ja. Inner Sanctum.
bitte rein. So, bevor ich jetzt das Teil da nochmal wieder einsetze, gehe ich noch einmal links rum. Ich bin der Meinung, da lag was auf dem Boden. Ja. Nee, ich will nicht. Achso, da ist. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich gleich wieder rausgehen kann. Also. Irgendwo hier lag was. Hinter dem Pfeiler oder so. Bin mir ziemlich sicher. Ja, ja, ich weiß, dass das Teil ist gemeint. Ja, ja. Aber das war ja eben schon, als der Kampf losging. Da konnte man hier schon was machen. Muss man den vielleicht gar nicht anschießen, sondern vielleicht die Decke zum Einsturz bringen oder so. Das wäre auch eine Möglichkeit, ne? Aber ich weiß nicht. Nee, ich glaube, wir müssen hier wirklich einfach jetzt erstmal das hier machen. So, pass auf. Das öffnen. Genau, und schnell benutzen. So. Ich versuche mal so schnell wie möglich zu kriegen. Ja, okay. Fuck. Da ist was. Da ist was. Okay, ein First Aid Kit. Das ist ja schon mal was. Kaum mit Leben. Liegen hier vielleicht noch mehr Dinge rum, die ich gebrauchen kann. Ich muss ein bisschen zu ihm ran, damit die ihn angreifen. Okay, das war gar nicht mal so verkehrt, glaube ich. Vielleicht sollte ich mal eben nachladen, wenn ich da noch Munition habe überhaupt. Oh, scheiße, das ist nicht mehr viel. Da ist noch ein... Ah, ich habe noch einen Pistolenclip, okay. Scheiße, die Munition wird aber echt knapp werden. Leute, ihr müsst mir helfen. Greift mal euren Meister an, bitte. Ich kann ja mal versuchen zu verschwinden. Oder liegt hier noch was? Nein. Oh, das war... Ja, okay. Oh, oh, oh. Ja. Noch 17 Schuss. Sieht nicht, also den kann ich auch schon mal nachladen. So. Kann ich da raus? Nein. A strange force holding the door shut. Ist klar. Ich kann, ja, jetzt hänge ich hier fest. Okay, alles klar. Bin gefangen. Da komme ich nicht weg. Da komme ich nicht weg. Nee. Doch. Ich komme weg. Oder habe ich die leer geschossen? Ich habe noch 9 Schuss. Juhu. Nein, nicht den anvisieren. Ach, verdammt, ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Geh doch, oh Mann, Scully. Ja, jetzt steht der im Weg, du Penner. Jetzt bin ich gleich hier im Arsch. Versuchen wir es nochmal mit der Pistole. Aber das wird diesen Versuch nichts werden. Aber so ist es möglich. Ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist machbar. Fragt sich nur, wie viele Versuche das halt noch... Nein! Da, den da. Oh, ich habe ihn getroffen. Und der Schuss hat gar nicht mal so wenig gebracht, glaube ich. Okay. Ja, okay, jetzt bin ich hin. Oder? Fall um, Scully. Fall um. Ich kann gerade nichts machen. Oh, ich lebe noch. Wie viel Schuss habe ich noch? Das könnte knapp werden. 8, okay. Heieieiei. Da ist er. Ah. Fuck. Oh, ich lebe noch. Noch 4 Schuss oder so? Oh, das könnte aber echt knapp werden. Nein, nicht den. Hier nichts. Jetzt haben sie mich gefangen. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Oh, ich schleiche noch. Okay, das war's. Aber, wenn man die Energie mal betrachtet, das hätten noch 1 oder 2 Schüsse sein müssen, aber meine Munition war gerade leer. Das kriegen wir hin. Da habe ich Hoffnung. Da habe ich Hoffnung.
Es war ein guter Versuch, ja. Doch, das muss ich sagen, das hat gut geklappt. Ist das jetzt wirklich unser letzter Fight? Das ist die Frage. Kommt danach schon die Endsequenz? Ich könnte es mir vorstellen. Wenn ja, dann haben wir das Spiel gleich durch. Das wäre cool. Und dann werde ich euch natürlich auch beim... Wo bin ich denn? Nein. Dann werde ich euch beim Abspann verraten. Hier bin ich falsch. Ja, muss ich abbrechen. Dann werde ich euch im Abspann natürlich verraten, was als nächstes gespielt werden wird. Nur schon mal so viel. Es wird auch wieder so ein... es war eine Art... ich musste eben ein bisschen lauter sein wegen der Musik, ne? Ihr versteht. Es wird wieder sowas in der Art wie dies hier werden. Zumindest vom Genre her und auch von der Steuerung her ist es ähnlich, ja. Und ich habe es bereits einmal gespielt. Ja, es wird ein Replay geben. Von einer Spielreihe, von der ich schon einige Spiele hier auf diesem Kanal präsentiert habe. So, mehr sage ich jetzt erstmal noch nicht. Könnt ihr ja mal grübeln. Ich glaube nicht, dass das hier schon der letzte Part ist. Wenn doch, ja, dann braucht ihr eigentlich nicht mehr grübeln. Aber ansonsten schreibt euren Vorschlag gerne in die Kommentare. Und ihr werdet es dann im nächsten Part, der wahrscheinlich der letzte sein wird, ich vermute es mal, dann sehen, ob ihr richtig lagt oder nicht. Ich kann dieses Medipack, ich kann dieses Medipack tatsächlich anscheinend erst aufhebeln, wenn der Kampf schon beginnt, ne? Das ist echt ein bisschen schade. Das macht das Ganze ein bisschen komisch. Ich kann es ja nochmal eben versuchen, aber ich bin der Meinung, das liegt da noch nicht. Warum auch immer das dann erst spawnt, wenn der Kampf losgeht. Sollte ich vielleicht erst die Pistole aufbrauchen? Wäre auch eine Idee.